Da gibt es so ein leidiges Thema. Wie montiert man Einschlagmuttern richtig? Da höre ich immer wieder Schauergeschichten, die Dinger fallen raus, die Krallen verziehen sich, alles krumm, nichts hält. Hier möchte ich mal zeigen, wie man es macht. Dann kann es auch schon losgehen. Das wird ein Lautsprecher mit einem 12 Zoll Bass. Gebohrt ist schon alles. Mit 7 mm für eine M6er Mutter habe ich mir so angewöhnt. 1 mm größer als das M von der Mutter. Was man braucht: die Einschlagmuttern, ein Stück Hartfaser, ein paar Unterlegscheiben. Und natürlich eine Schraube. Das Ganze zusammengesteckt. Tröpfchen Öl drauf, dass es besser läuft. Am besten auch oben auf die Unterlegscheiben. Sollte nicht glauben, wie heiß das werden kann. Mutter drauf. Und immer schön die Finger unterhalb von der Mutter lassen, ansonsten wird da perforiert. Nummer 1 ist drin. Am besten den Akkuschrauber so einstellen, dass die Kupplung das Drehmoment begrenzt. Nummer 2. Und wer sieht, wie schnell das Ganze funktioniert, hat man ruckzuck die 8 Schrauben im Lautsprecher eingebaut. Fertig. So sieht es von oben aus. Und so von unten. Sauber eingezogen, perfekt drin. Ich habe hier schon abenteuerliche Konstruktionen gesehen. Kleine Schräubchen, die die Einschlagmuttern von hinten halten. Also mir ist es noch nie passiert, dass eine rausgefallen ist. Wenn, dann bekommt man die nur mit etwas Gewalt raus, indem man eine Schraube reindreht, mit dem Hammer draufschlägt. Dann fällt auch mal sowas raus. Aber ansonsten beim Reindrehen von einer Schraube ist mir das noch nie passiert. Aufpassen sollte man auf Sauberkeit. Das Gewinde sollte sauber sein. Die Schraube sollte sauber sein. Ansonsten, ja, fressen kann dann sowas immer mal, wenn ein Span drin ist. Oder auch schon solche Fälle, wo versucht wurde, mit einer Rohrzange oder ähnlichem die Schrauben einzupressen. Wirklich gerade wird das wahrscheinlich nicht. Ich habe für mich die beste Methode gefunden, so wie ich es hier beschrieben habe. Das hat sich hundertfach bewährt. Und ich werde auch dabei bleiben. Auch wenn die Einschlagmuttern heißen, mit dem Schlag in der Mitte, ich ziehe sie lieber rein. Beim Einschlagen werden die Krallen manchmal krumm. Dann passiert es natürlich eher, dass die mal rausfallen können, weil so habe ich noch nie Probleme gehabt. Hundertfach bewährt und gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like hier. Oder abonniert den Kanal. Das würde mich natürlich auch freuen. Macht's gut und tschüss.